Ende August. Das Ausbildungsjahr für die meisten Auszubildenden hat begonnen. 200 Azubis folgten der Einladung der Industrie- und Handelskammer in die Hauptgeschäftsstelle nach Magdeburg zum Azubi-Kickoff. Hashtag Könnenlernen ist das Stichwort der Veranstaltung. Mit der Kampagne will die IHK ihre Azubis untereinander vernetzen und auf ihre Aufgabe als Ausbildungsberaterin aufmerksam machen. Ja, wir wollten einfach mal die Azubis schon vor der Prüfung hier in der Kammer haben und einfach zeigen, dass wir auch während der Ausbildung für sie da sind. Und wir sind begeistert, wie toll das angenommen wurde. Wir haben ja über die Ausbildungsunternehmen eingeladen und dass hier fast 200 Azubis sitzen und so begeistert die Tipps zur Ausbildung entgegennehmen, das freut uns wahnsinnig. Wichtig ist, dass die Auszubildenden wissen, dass die IHK Magdeburg für die Berufsausbildung Ansprechpartner ist. Und wenn wir das heute geschafft haben, was so scheint und wahrscheinlich auch so ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Das Ausbildungs-ABC fasste wichtige Inhalte und Rahmenbedingungen der Ausbildung zusammen. Von A wie Ausbildungsplan bis Z wie Zeugnis. Neben Vorträgen und Inputs zur Ausbildung standen nach dem offiziellen Teil eine Fotobox sowie Iron Man und Spider-Man in der Kammer bereit. Dem Motto folgend, sei dein eigener Superheld, werden die Azubis dazu aufgerufen, selbstständig Verantwortung für ihre Ausbildung zu übernehmen. Ich mag es ganz gern, wenn ich mit Menschen arbeite, die sich einbringen, die Lust auf etwas haben, die Dinge bewegen wollen, die morgens frisch ans Werk gehen, und da ist natürlich die Motivation die Grundlage von allem. Also wenn Unternehmen auf jeden Fall motivierte Azubis haben sollen, ist es für mich in der heutigen Zeit wichtig, dass man die Azubis bei der Stange hält mit Weiterbildungen, mit Angeboten auch außerhalb des normalen Lehrbetriebes. Also immer wieder sich Dinge neu zu erfinden letzten Endes, um hier die Motivation auch hochzuhalten. Da kann ich nur sagen, ey Leute, seid einfach neugierig, bleibt am Ball und motiviert euch selbst ein bisschen, dass ihr eine sehr coole Ausbildung habt. Diesen und 8 weitere Tipps in der Ausbildung gab Patrick Krüger den Azubis auf ihren Weg. Mir hat super gefallen, war interessant. Die Rede war gut, die war schön offen, strukturiert. Mir hat die Präsentation gut gefallen, also da waren sehr hilfreiche Dinge dabei, die uns da erzählt wurden. Fand ich sehr interessant, war mal was ganz anderes, auch so von anderen was jetzt zu hören, wie es läuft oder wie es nicht so gut läuft. Auch wenn einige von ihnen schon im zweiten oder dritten Jahr lernen, konnten sie etwas aus der Veranstaltung mitnehmen. Das war ein Tipp, ja. Wo es darum ging, dass man sich selbst was zutraut und das auch zeigt. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich sehr wichtig, weil ich eher mich selbst unterschätze und mir auch immer gesagt wird, dass ich mich selbst unterschätze und mir mehr zutrauen sollte. Und das jetzt wirklich anzupacken und auch umzusetzen. Ja, also ich fand zum Beispiel super, dass er nochmal betont hat, auch wenn man hinfällt, dass man immer wieder aufstehen muss. Egal, wie doll man hinfährt, dass man weitermachen muss.